Hallo Kackbratzen. Manche Spiele stellen heute ein absolutes Problem dar. Was vor ungefähr 30 Jahren als komplett revolutionär betitelt wurde, spielt sich nun so schön wie ein Eimer Kotze, den man auf Ex schlucken muss. Wie zur Hölle soll man also heute an so ein Spiel rangehen? Das Einzige, was hier wirklich helfen kann, ist Ruhe zu bewahren, ganz tief durchatmen und für den nötigen Kick Koffein und Diabetes einen kräftigen Schluck Pifuel, dem Getränk für den echten Gamer. Pifuel hat nicht nur eine schöne Packung mit eurer Lieblingswaifu, sondern überschüttet euren Körper mit unnötig schädlichen künstlichen Zucker und leckeren Kaffeeersatzpulver. Die Plörre, mit denen Influencer ihre hängengebliebenen Fans abzocken, sollte am besten unter ständigem Rühren in den Ausguss gegossen werden und nicht in eure Kehle. Scheißt auf Pifuel und die Schmucken, die euch den Kram andrehen wollen, und holt euch lieber eine Tasse Kaffee. Und jetzt weiter im Spiel. Und ihr Kackbratzen, hinterlasst gefälligst ein Abo. Sonst führe ich euch den Scheiß dort ein, wo die Sonne niemals scheint. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele beschissene Spiele gezockt, darunter auch das sagenhaft grauenhafte Tunguska, um mich für das bevorstehende Silent Hill 2 Remake abzuhärten. Auf der Liste stand nun auch Time Commando, das irgendwann Mitte 1996 für den PC und kurze Zeit später auch für die eindeutig bessere PS1 veröffentlicht wurde. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel einordnen soll. Auf der einen Seite war es vielleicht ein kleines technisches Meisterwerk, da es uns damals eine Grafik auftischte, die wir in dieser Form damals noch nicht gesehen haben. Aber auf der anderen Seite hat es ein Gameplay, das direkt aus der Hölle kommt und ich mich so rotz- und wasserheulend gut über 5 Stunden durch die Story quälte. Schuld an der Überlänge waren die massiven Trial-and-Error-Phasen, die mich beinahe den letzten Nerv kosteten. Dieses wunderbare Stück Software stammt aus dem Hause des französischen Entwicklerstudios Adeline Software. Kopf dieser Butze war der legendäre Frederic Reynaud, der mit Alone in the Dark das Survival-Horror-Genre neu erfand und damit Spiele wie ein Resident Evil erst möglich machte. Später entwickelte er das unvergessliche Little Big Adventure und setzte auch hier irgendwie einen Meilenstein. Die Geschäfte gingen und es floss richtig gut Kohle in die Kassen. Damit man nun die Welle des Erfolgs aufrechterhalten kann, hatte man die sehr gute Idee, nun einen Nachfolger des 3D-Spiels Little Big Adventure zu entwickeln. Schnell stellte man aber fest, dass man dieses Spiel aber nie bis Weihnachten 1995 fertigstellen konnte. Aus diesem Grund verschob man erstmal Little Big Adventure 2 und plante, ein schnelles, kleines und einfaches Spiel zu entwickeln, um es den kaufwütigen Fans vor die Füße zu kotzen. Was aber damals noch keiner wusste: wegen Problemen bei der Entwicklung konnte auch ein schnell hingerotztes Spiel nicht wie geplant zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden. Die Arbeit an Time Commando begann allein mit einem Fokus auf Grafik, ohne dass man sich zu Beginn Gedanken über das Gameplay machte. Dieser Entwicklungsansatz ist natürlich optimal für jedes Spiel und am Ende auch für den Spieler. Die in Time Commando verwendete 3D-Engine war eine neu geschriebene Version, die in Little Big Adventure verwendet wurde, was dazu führte, dass alles schneller lief und auch leicht verbesserte Animationen hatte, aber das Gameplay war und ist so schön wie ein Einlauf mit scharfer Chili-Soße. Aber was zum Geier ist überhaupt dieses Time Commando? Für den Aufbau der Handlung verschwendete man nicht allzu viel Zeit und schaut man sich die Filmchen an, dann war das 3D-Modellierungsteam wohl auch auf butterzarten Drogen unterwegs. Man beachte zum Beispiel die enorm detaillierten Gesichtsformen. Jedenfalls spielt die Story in einer fernen Zukunft und der Spieler übernimmt die Rolle eines Mitarbeiters einer virtuellen Kampftrainingseinrichtung, in der Soldaten in allen Kampfformen geschult werden. Von primitiv bis futuristisch. Ein unterbezahlter Mitarbeiter dieser Einrichtung installierte nun in dem System einen Virus, der sogar die komplette Welt in den Untergang ziehen könnte. Besser, man sucht hier nicht nach einer sinnvollen Erklärung. Da es in der Zukunft anscheinend auch keine Antivirensoftware gibt, liegt es nun am Helden, den Karren wieder aus der Scheiße zu ziehen. Er steigt dank modernster Technik selbst in das System ein, reist von Epoche zu Epoche, prügelt in jeder Zeit sinnlos auf Mensch und Tier ein und muss dann am Ende gegen das mörderische Virus kämpfen. Also im Prinzip der normale Arbeitstag eines Systemadministrators. Das Gameplay ist auch eine ziemlich seltsame Mischung. Wenn man so will, verbindet es die Panzersteuerung aus Alone in the Dark mit einem x-beliebigen Sidescroller-Prügler, während sich das Spielgeschehen auf damals wunderschönen vorgerenderten Hintergründen abspielt. Für die damalige Zeit war dieses Spiel schon eine ziemliche Leistung und stellte viele andere Titel in den Schatten. Es war nicht so einfach, mit der Technik aus den 90er Jahren eine Figur in einem dreidimensionalen Raum mit einer gewissen Anmut bewegen zu lassen. Für 1996 ist die Grafik selbst auf der PS1 hervorragend. In einem mutigen Schritt fangen die Entwickler die Action mit einer kinetischen und beinahe filmreifen Kamera ein, die die Umgebung und den Helden umkreist, um somit rein theoretisch immer den interessantesten Blickwinkel auf die
die Action zu bieten. Das Highlight ist wohl der an sich statische und vorgerenderte Hintergrund, der dynamisch in Szene gesetzt wird, was damals ein absolutes Novum war. Generell blickt man auf das Geschehen mit einer vorbestimmten stationären Kamera. Verlässt man allerdings das aktuelle Areal, dann folgt einem die Kamera entweder mit einem Zoom, einer Kamerafahrt oder einem Kameraschwenk, bis das Bild dann wieder die nächste stationäre Position erreicht. Die Polygone der Feinde und der eigenen Spielfigur werden allerdings in Echtzeit berechnet. Diese Kombination aus visuellen Effekten ermöglicht es dem Spiel, einen linearen Pfad mit statischen Hintergründen zu verfolgen und gleichzeitig fließend animierte Figuren in diesen Umgebungen zu verwenden, was wissenschaftlich ausgedrückt gesagt damals ein verfickt unglaublich heißer Scheiß war. Aber heute? Das größte Problem bei Time Commando ist, dass es ziemlich klobig ist. Es ist eine Sache, die Panzersteuerung zu verwenden, die an sich schon eine Frage des Geschmacks ist. Aber wenn man diese dann so unglaublich zäh umsetzt, als würde man sich durch knietiefen Treibsand bewegen, ist das eine komplett andere Geschichte. Nicht nur die Bewegung ist langsam und umständlich. Am schlimmsten wirkt sich alles auf den Kampf aus, der sich komplett falsch anfühlt und mitunter Zeit und Verstand rauben wird. Dieser Umstand macht das Geplänkel auch unnötig schwierig und erschwerend hinzukommt, dass man nicht mal unendlich Zeit hat. Wenn man sich nicht rechtzeitig in seine Angriffsposition bringt, hat man den Kampf auch schon verloren. Während man nun wie wild auf die Tasten einhämmert, kommt man vielleicht auf die schlaue Idee, den Angriffen der Feinde auszuweichen. Aber die Ausweichmanöver bringen nur selten eine kleine Rettung. Das Treffen der Feinde ist vor allem in den ersten Level eine Qual. Zu Beginn boxt man noch mit seinen Fäusten und versucht sich irgendwelche Nahkampfwaffen zu besorgen, aber gefühlt jeder zweite Schlag oder Fußtritt geht ins Leere. Und das liegt vor allem an dem äußerst madigen Kamerawinkel und den unfassbar trägen Spielfluss. Später kommen noch einige Fernkampfwaffen hinzu, mit denen der Kampf eindeutig besser wird und dank der Zielerfassung auch deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt. Aber schön ist definitiv was anderes. Viele der Kämpfe trägt man gegen einen oder maximal zwei Feinden gleichzeitig aus. Die restlichen Feinde wartet gegebenenfalls geduldig, bis sie an der Reihe sind, mit Ausnahme von jenen, die euch aus der Ferne Löcher in den Pelz brennen wollen. Das Verhalten der Feinde wird sich auch im gesamten Spiel nie ändern. Entweder greifen sie an und weichen manchmal aus, oder sie schießen wie gesagt aus der Ferne auf euch, während man verzweifelt versucht, selbst Treffer zu landen. Das klingt zwar nicht wirklich schwierig, aber der Teufel liegt im Detail. Während vom Prinzip her dieses Spiel ein Sidecrawler-Prügler ist, ist das Gameplay leider nicht so ganz hochpoliert wie die üblichen Genre-Vertreter, wie etwa auch ein Double Dragon. Die Kontrollereingaben machen den Anschein, als würde alles verzögert umgesetzt werden und diese komplett schwerfällige Handhabung wird einem bereits nach 5 Minuten nicht nur ziemlich auf den Sack gehen, sondern es werden auch die Finger vor Schmerzen brennen. Auf dem Papier bietet Time Commando eine faire Herausforderung. Die Kämpfe sind auch nicht unbedingt unfassbar schwer, aber die Umsetzung ist am Ende eine absolut kaputte Angelegenheit, die einen zur Verzweiflung bringt. Das Spiel bietet auch je nach Epoche viele verschiedene Waffen an. Die Auswahl reicht dabei von einfachen Steinen bis Schusswaffen. Auch die Nahkampfwaffen haben ihre Vor- und Nachteile. So sind größere Keulen oder Schwerter vielleicht wirksamer, aber bis man damit auch Schaden austeilen kann, vergeht unglaublich viel Zeit, in der uns die Gegner schon längst das Fressbrett poliert haben. Schlimm ist eben auch die Hitbox. Während die Feinde einen Trefferbereich haben, der in etwa so klein ist wie der Schniedel eines Aporett, ist die eigene Hitbox in etwa so groß wie die Staatsverschuldung Griechenlands. Dies führt natürlich zu unfairen Treffern und noch schlimmer macht es dann die Kamera. Hier ist es sogar möglich, dass man ins Jenseits gepustet wird, da die Kamera mal wieder in einem sau ungünstigen Winkel zum Feind steht oder dieser erst gar nicht auf dem Bildschirm ist. Letzteres gilt vor allem für Feinde mit Fernangriffen. Man muss auch das Timing des Spiels auswendig lernen. Millisekunden können da schon über Sieg und Niederlage entscheiden und in Verbindung mit der Eingabeverzögerung ist das eine teils unüberwindbare Herausforderung. Und man sollte auch seine Geduld nicht verlieren, was bei mir für ca. 70% aller Tode verantwortlich war. Allerdings ist das eben nicht so einfach. Wie bereits erwähnt, hat man nicht unendlich viel Zeit. Es ist schon schwer genug, seine Gesundheit auf einem gesunden Niveau zu halten, aber leider wird euch auch der Virus zum Verhängnis. Unerbittlich tickt die Zeit und schafft man es nicht, genügend Antivirus-Pakete aufzusammeln, von denen es ohnehin nur sehr wenige gibt, wird man ziemlich schnell ins Gras beißen. Grundsätzlich ist der Verlust eines Lebens nicht allzu schlimm, da man quasi einen unendlichen Vorrat hat.
Aber es ist eine unheimliche Tortur. Ständig wird man an den Anfang des Levels zurückgeworfen und immer wieder verprügelt man die Feinde mit der stetigen Hoffnung, diesmal alles richtig zu machen. Die Finger fangen an zu brennen, die Zeit tickt und auch die Geduld hat ihre Grenzen und das alles macht Time Commando zu einer unfassbar schmerzhaften Erfahrung. Und das ist sowas von schade, denn das Spiel bietet viel Abwechslung in seinen Umgebungen und die Objekte und Feinde in jedem Level passen genau zur Epoche. Egal, ob man durch die Steinzeit läuft, gepanzerte Ritter im Mittelalter trifft, den Wilden Westen unsicher macht oder auch sich ins Kampfgetümmel des Ersten Weltkriegs wirft. Jedes Level wurde im Prinzip mit unglaublich viel Liebe zum Detail gestaltet. Und nicht nur das. Auch die Waffen passen allesamt zur aktuellen Ära. Jedes Level fühlt sich authentisch an, oder zumindest so authentisch, wie man es eben von einem Videospiel erwartet und jedes Mal, mit Ausnahme vom Wilden Westen, muss man auch noch gegen einen ziemlich kernigen Boss am Ende des Levels kämpfen. Rein von der Idee her ist Time Commando eine Bombe. Die Grafik und die restliche Präsentation ist überraschend gut gelungen, aber das Gameplay ist am Ende eine Ausgeburt der Hölle. 1996 war dieses Ding sicherlich ein Wunderwerk der Technik, aber heute kann man es bei aller Liebe nicht wirklich mehr empfehlen. Oder man hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und liebt Schmerzen. Solltet ihr auf die absolut saudumme Idee kommen und selbst mal Hand an diese Perle zu legen, dann wünsche ich euch viel Glück und am besten sucht ihr vorab schon mal einen sehr guten Therapeuten. Time Commando kostet heute nicht mehr als ein paar Schleifen, aber selbst hier ist noch jeder Euro zu teuer. Außer ihr sucht etwas für eure Sammlung. Ansonsten solltet ihr lieber mal einen Besuch in Romhausen wagen. Aber ich möchte euch nur warnen, ihr werdet die größten Schmerzen aller Zeiten erleben. Ja! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.